Morgen, Herr Juncker. Bringen Sie das Heu ein? Genau. Es ist wunderbar trocken geworden bei diesem herrlichen Sonnenschein. Sie sollten sich beeilen. Es sieht aus, als würde es jeden Moment regnen. Ach, kein Problem. Das kriegt der große Blaue schon hin. Na dann, viel Glück. Guten Morgen, Nicola. Hallo, Jan. Hallo, ihr zwei. Was kann ich für euch tun? Voll tanken bitte, Walter. Bin schon dabei. Danke. Bis später. Ja, mach's gut. Oh, komm schon, großer Blauer. Was ist denn auf einmal mit dir los? Haben Sie ein Problem, Herr Juncker? Oh, also das ist mir wirklich peinlich, Jan. Ich bekomme ihn um nichts auf der Welt mehr zum Laufen. Eben war noch alles bestens. Und jetzt? Und das passiert gerade heute, wenn ich das Heu vor dem Regen reinbringen will. Tja, und das wird sicher bald losgehen. Aber vielleicht können wir ja helfen. Wir holen den Hänger und bringen das Heu ein, während Sie sich um den großen Blauen kümmern. Wirklich? Das würden Sie tun? Oh, danke, Jan. Wir könnten Max und Emma fragen, ob sie uns bei der Heuernte helfen wollen. Hey, vorsichtig! Nicht schlecht, was? Was genau ist nicht schlecht, Stumpi? Na, meine gekonnte Notbremse, die war doch perfekt berechnet. Oh, wie kommst du zu dem riesigen Heuwagen? Sieht ja sehr originell aus. Dir gehört Herrn Juncker, der große Blaue hat schlapp gemacht. Jetzt bringen wir das Heu für ihn ein. Ich wollte gerade Max und Emma fragen, ob sie uns helfen. Sei bloß vorsichtig, Stumpi. Nur nicht übertreiben. Mach dir nur keine Sorgen um mich, Jan. Ich kenne sämtliche Macken von Flitzer. Wiedersehen! Sieh mal, da kommen Jan und der kleine rote Traktor. Hallo! Habt ihr zwei vielleicht Lust, mir bei der Heuernte zu helfen? Aber immer! Na, dann springt auf! Stumpi, ich hab wirklich genug zu tun. Da müssen Sie mir nicht noch den Garten umpflügen. Ich hab nichts umgepflügt. Ich hab nur meine berühmte Notbremse vorgeführt. Ich hab gehört, Sie und der große Blaue könnten ein bisschen Hilfe gebrauchen. Und ich wollte Ihnen das anbieten. Tatsächlich? Verstehen Sie denn was von Traktoren? Nein. Heute ist einer von diesen Tagen. Also ich weiß nicht. Gut. Lasst uns diese Fuhre zum Gutshof bringen. Geben Sie mehr Gas. Ich habe versucht, mehr Gas zu geben. Ah, dann geben Sie weniger Gas. Das ist einfach sinnlos. Na, wie läuft's? Nichts läuft. Wenn ich nur wüsste, was ich tun könnte. Wissen Sie, ich glaube, das sollte sich Nicola mal ansehen. Tja, ich glaube, Sie haben recht. Okay, wir laden ab und dann holen wir Sie. Warum sind Sie nicht selbst darauf gekommen, Herr Juncker? Da bin ich schon wieder, Walter. Wir brauchen dringend Nicolas Hilfe. Nicola? Die ist leider nicht da. Sie kommt erst später zurück. Kann ich vielleicht helfen? Der große Blaue fährt nicht mehr. Könntest du ihn dir mal ansehen? Ja, kein Problem. Ich hol nur meinen Werkzeugkasten, dann kann's losgehen. Vielen Dank, Walter. Was ist mit der Werkstatt? Ich häng das Geschlossenschild raus. Wird ja nicht so lange dauern. Nicola ist am Plätscherbach, also bin ich hergekommen. Sie haben wirklich einen sehr hübschen Werkzeugkasten. Danke sehr. Haben Sie den schon jemals benutzt? Tja, hin und wieder, hin und wieder. Da meine Hilfe hier nicht mehr nötig ist, kann ich mich bei der Heuernte nützlich machen. Ja, natürlich. Hören Sie, Walter, es wird doch hoffentlich nicht am Kraftmeyers Doppelschlag Kraftstoffeinspritzer liegen, oder? Was meinen Sie? Oh, ich hoffe nicht. Was auch immer das ist. Das habt ihr gut gemacht. Nur weiter so. Ah, Stumpi will uns auch helfen. Das ist gut. Wir können jede Hand gebrauchen. Und alle Beine auch, wie ich sehe. Ja.
Das bringt uns alles nicht weiter. Kein Wunder, wenn er die Hälfte vergisst. Walter? Ich glaube, das haben Sie vergessen. Das ist mein Frühstück. Oh nein, da sind Sie schon wieder und der große Blaue läuft immer noch nicht. Das ist so furchtbar peinlich. Ich mach mich lieber aus dem Staub. Alles in Ordnung? Leider nicht. Um ehrlich zu sein, ich bin völlig ratlos. Ich wette, Nikola wüsste, was zu tun ist. Stumpy, wir laden jetzt den Hänger ab und laden dann die letzte Fuhre Heu. Würdest du mal schauen, ob Nikola wieder da ist? Aber klar doch, Jan. Ich bin schon unterwegs. Nikola? Nikola! Hallo, Stumpy. Dem Himmel sei Dank, du bist zurück. Übst du deine neue Sportart oder sowas? Tja, sieht fast ein bisschen so aus. Ne? Hilf mir lieber raus aus dem Ding und dann mach dich schleunigst auf zum Gutshof. Dein Vater braucht dich da dringend. Wir haben es fast geschafft. Macht weiter. Den Rest kriegen wir auch noch ins Trockene, bevor es anfängt zu regnen. Tja, das war's wohl. Ich weiß nicht, was ich noch versuchen könnte. Da bin ich wieder. Oh, oh. Hey, hallo, Herr Junker. Oh, hallo, Stumpy. Hallo, Paps. Na, wie geht's? Nicht gut, Nikola. Ich weiß einfach nicht, woran es bei ihm liegt. Darf ich mir's mal ansehen? Nur zu. Herr Junker? Herr Junker? Er ist hier unten. Ja. Ich habe mir gerade den Rasen angesehen. Wie es dem Gras geht. Es ist eine ganze Menge Gras hier. Ah, da sind Sie also. Wann haben Sie den großen Blauen zuletzt aufgetankt? Keine Ahnung. Ist lange her, glaube ich. Das habe ich mir doch gedacht. Sieht aus, als wäre kein Tropfen mehr im Tank. Darum ist er nicht angesprungen. Also, das glaube ich doch nicht. Kann man denn wirklich so dumm sein? Also gut, starten Sie ihn. Ja! Danke, Nikola. Entschuldigung, das war ziemlich dämlich von mir. Das gilt aber auch für mich. Was soll's, Paps, das ist jedem schon mal passiert. Dafür braucht der große Blaue ewig lange keine Inspektion mehr, so wie du ihn auseinandergenommen hast. Das ist richtig. Danke, Walter. Ich bin euch ganz schön auf die Nerven gegangen und hab euch heute eure Zeit gestohlen. Ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Fangen wir doch mal damit an, dass wir uns unterstellen. Also, Freunde, der große Blaue ist aufgetankt und wir genehmigen uns auch etwas. Danke sehr! Und das Heu ist trocken in der Scheune. Und dafür möchte ich euch allen herzlich danken. Aber besonders denen, die das alles ermöglicht haben. Jan und der kleine rote Traktor. Alles an einem Tag. Aber wir hatten viel Spaß. Stimmt's, kleiner roter Traktor? Du fühlst dich richtig wohl, hm? Wir wollen heute den Maibaum aufstellen, Flecki. Hättest du Lust, mir dabei zur Hand zu gehen? Zur Pfote? Verstehe. Du bleibst lieber hier. Der kleine rote Traktor und ich kriegen das schon hin. Also, wofür soll dieses Maibaum-Dings gut sein? Wir begrüßen damit den Frühling. Das machen wir jedes Jahr. Er wird irgendwo aufgestellt und dann binden wir bunte Bänder daran. Und tanzen um ihn herum. Das ist toll. Hört sich ein bisschen verrückt an. Hallo, Jan. Hallo, kleiner roter Traktor. Hallo, ihr drei. Ihr wollt sicher helfen, den Maibaum aufzustellen. Ja, ich glaube schon. Wir haben Leo schon alles über den Brauch erzählt. Ich weiß nicht, ob ich um den Baum rumtanzen will. Ach, bestimmt. Es ist Babylike. Ich glaube nicht, dass es meine Art zu tanzen ist. Ich tanze nämlich mehr so. Seht euch das an. Der alte Maibaum ist im Winter total verrottet. Wahrscheinlich wird aus dem Tanzen gar nichts. Oh nein. Gut, mal sehen, ob wir einen anderen Baum finden. Na kommt, lasst uns zum Eulenwald fahren. Da finden wir schon was Passendes. Komm ich gern mit. Also gut, hier können wir suchen.
Denkt daran, wir suchen ein schönes, langes, gerade gewachsenes Stück Holz. Aber es darf kein lebender Baum sein. So einen dürfen wir nicht benutzen. Ich finde bestimmt ich find ihn zuerst. Ja, der Frühling kommt mit aller Macht, aller Macht, aller Macht. Der Frühling kommt also mit... Also irgendwie ist das kein Rock'n'Roll-Paps. Nein, ist es nicht. Aber ich übe doch nur für den 1. Mai-Feiertag morgen. Oh, der Frühling kommt mit aller Macht, aller Macht. Naja, du hast recht. Das ist wirklich kein Rock'n'Roll. Wow, der Frühling kommt mit aller Macht, das wäre doch gelacht. Das ist Rock'n'Roll. Ian, was hältst du von dem? Wäre der gut? Gut gemacht, Leo. Der ist genau richtig. Der Baum ist abgestorben. Den haben wir in 0, nichts gefällt. Nicht, kleiner roter Traktor? Also gut, geht zur Seite, Kinder. Schön langsam. Und nun mit etwas Kraft, dann haben wir's. Los geht's! Toll, kleiner roter Traktor! Okay, jetzt müssen wir ihn von den Ästen befreien und dann nur noch in den Boden stecken. Onkel Jasper, ich möchte... Nicht jetzt bitte, Thomas. Ich möchte sicherstellen, dass mein Stand ordentlich aussieht. Ja, aber es gibt da etwas, ich werde mir nicht die Chance entgehen lassen, am 1. Mai-Feiertag gutes Geld zu verdienen, verstehst du? Mein Käse wird weggehen wie heiße Semmeln. Verlass dich drauf. Meine Güte, was soll denn das? Das war's, was ich dir die ganze Zeit sagen wollte, Onkel Jasper. Weißt du noch das Feuer, das wir kurz vor Weihnachten gemacht haben? Oh, ja... Da habe ich die Beine vom Stand benutzt, um das Feuer in Gang zu bringen. Ja, du hast gesagt, du würdest sie nie mehr brauchen. Da habe ich wohl einen Fehler gemacht. Ich muss Ersatz auftreiben. Dabei wird uns Jan sicher helfen. Normalerweise hat er sowas immer auf dem Gösselhof rumliegen. So, der Maibaum ist für die Maifeier fertig. Nein, ist er nicht. Da fehlen noch die Bänder. Und wir müssen ihn auch noch anmalen. Tja, also ich muss zugeben, da habt ihr völlig recht. Ich habe alles, was wir dafür brauchen, bei mir auf dem Hof. Los geht's. Also gut, Elsie, ich gehe ja schon. Geh woanders spielen, hat sie gesagt. Ich muss doch irgendwo üben. Naja, vielleicht hat sie ja nicht Unrecht. Es ist bestimmt besser, wenn wir zusammen proben. Walter und ich haben seit letztem Frühjahr nicht mehr gespielt. Oh, der Frühling kommt mit aller Macht, aller Macht, aller Macht. Oh, der Frühling kommt mit aller Stucki, Macht, aller Macht. Vorsicht! Ist alles in Ordnung? Oh, ja, ja, ging mir nie besser. Tut mir leid, Jan, ich hätte mehr auf den Weg achten müssen. Ich will gerade zu Walter, um mit ihm ein bisschen zu üben, weißt du, für die große Maifeier. Na schön, aber ich glaube, mit dieser langen Stange überm Lenkrad zu fahren, war nicht gerade eine der besten Ideen von dir. Na ja, da hast du recht. Und nun steckt Flitzer fest. Sieht nach Arbeit für dich aus, kleiner roter Traktor. Guten Tag, die Damen. Schöner Tag heute, nicht? Das Gras schmeckt heute sicher besonders gut. Oho! Das war aber knapp. Das hätte einen hässlichen Kratzer geben können, großer Blauer. Ist auch ein dummer Platz für so einen Pfosten. Ha! Ein Pfosten? Aber das ist doch genau das, wonach ich suche. Dann muss ich Jan gar nicht mehr bemühen. Und ich bewahre den Nächsten davor, dagegen zu fahren. So, Stumpi, gleich haben wir Flitzer befreit. Schön langsam, Jan. Sehr gut, kleiner roter Traktor. Er bewegt sich. Prima! Toll! Das war's schon. Oh, danke, Jan. Danke, kleiner roter Traktor. Oh, gut. Yes. Und dieses Mal achte bloß darauf, dass du sehen kannst, wo du hinfährst. Ja, das werde ich, Jan. Ich habe keine Lust, gleich wieder in der Hecke festzusitzen. Gut. Kommt jetzt, Kinder. Wir wollen einen Maibaum schön anstreichen. Aha, hier sind sie also. Man kann doch nicht um einen Maibaum tanzen, an dem keine schönen bunten Bänder hängen. Jan, sollen wir diese Pinsel hier benutzen? Ja,
Das sind die richtigen. Was ist mit Rot oder Blau? Nein, ein Maibaum muss weiß sein. Da ist es ja. Genau. Lasst uns jetzt den Maibaum anstreichen, und zwar schnell. Es wird Zeit, ein bisschen was zu essen, ja? Aber genau da stand er doch. Das kann nicht sein. Da war's. Vielleicht ist er ja umgefallen. Vielleicht hatten die Kühe Lust, damit zu spielen. Das glaube ich eigentlich nicht, Leo. Kühe haben meistens kein großes Interesse daran zu spielen. Aber er ist weg. Das heißt, wir müssen uns jetzt einen anderen suchen. Ich fürchte, dafür ist es jetzt zu spät. Aber was ist dann mit der Maifeier? Ohne Maibaum ist das gar kein richtiges Fest. Mir fällt da schon was ein. Hoffe ich. Jetzt fahre ich euch erstmal nach Hause, damit ihr was zu essen bekommt. Es ist wirklich ein wunderbarer Tag heute, nicht? Onkel Jasper? Nicht jetzt, Thomas. Das hier erfordert meine volle Konzentration. Aber Onkel Jasper, aus dem sollte bestimmt ein Maibaum gemacht werden. Oh, langsam, Flitzer. Hallo, junger Mann. Hallo, Herr Junker. Er konzentriert sich gerade. Oh, ist Walter schon hier? Ich kann dieses Frühlingslied ohne ihn nicht üben. Wo ist der Maibaum? Jan hat gesagt, er hätte ihn gestern hier aufgestellt. Er wollte ihn nur noch anstreichen und bunte Bänder dranhängen. Tja, das hat er gesagt. Herr Junker, Sie haben ihn nicht zufällig gesehen, oder? Den Maibaum? Ich... Oh. Onkel Jasper, wo hast du die neuen Beine für deinen Stand eigentlich her? Also ich habe... Oh Mann. Stimmt irgendwas nicht, Herr Junker? Jan, ich... Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich habe etwas sehr Dummes getan. Sie, Herr Junker? Naja, Sie wissen, dieser Maibaum, Ja, vorhin war er noch hier und dann war er plötzlich weg. Und nun ist er wieder aufgetaucht und zwar in 4 gleichen Teilen. Ich habe nicht gewusst, was es war. Es tut mir leid, Jan. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich habe damit alles verdorben. Oh, ich bin sicher, da wird uns noch was einfallen. Ich glaube, der kleine rote Traktor hat schon eine Lösung. Oh, der Frühling kommt mit aller Macht, aller Macht, aller Macht. Danke, das hast du toll gemacht, kleiner roter Traktor. Oh, der Frühling kommt mit aller Macht, aller Macht, aller Macht. Danke, das hast du toll gemacht, kleiner roter Traktor. Also, kleiner roter Traktor, lass uns jetzt das Mehl für die Bäckerei von Stumpi holen. Und los! Jan? Jan! Hallo Walter, was gibt's? Mein Wagen ist unter der Eisenbahnbrücke liegen geblieben und steht mitten im Weg. Du und der kleine rote Traktor müsst ihn da wegschleppen. Ui, wir fahren sofort los, Walter. Was guckst du so? Oh, sieh an, ein Glückspfennig. Siehst du einen Pfennig, dann schnell dich bück. Dann hast den ganzen Tag du einen Pfennig. Heißt es nicht, dann hast den ganzen Tag du Glück? Ja, aber weißt du, ich glaub nicht besonders an Glück und solche Sachen. Jan? Hast du, heute Morgen die Kühe schon über den Hof geführt? Ich bin nämlich in Kuschel, in Fladen getreten. Tja, Pech, Walter. Jetzt wünschst du dir wohl, dass du den Glückspfennig gefunden hättest. Na komm. Ach was. Behalt ihn ruhig. So ein Mist. Sehr gut. Schön langsam, kleiner roter Traktor. Immer schön langsam weiter. Nur noch ein kleines Stückchen. Gut gemacht. Du bist vielleicht klein, aber du bist super stark. Vielen Dank, Jan. Dir auch vielen Dank, kleiner roter Traktor. Hallo, Jan. Haps, was machst du denn? Es gab Ärger mit dem Wagen. Zum Glück haben mir Jan und der kleine rote Traktor geholfen. Oh, Paps, du und dein Auto. Seit wann verkauft ihr auch Lotterielose? Seit letzter Woche. Wir haben schon eine Menge verkauft. Also, wie viele möchtest du haben? Das ist nicht so mein Ding. Danke, Nicola. Okay, vielleicht überlegst du dir es ja noch.
Bis später, Jan. Und nochmals danke fürs Abschleppen. Jetzt müssen wir aber los. Stumpi wird sich schon wundern, wo wir bleiben. Okay, also bis dann, Jan. Wiedersehen, kleiner roter Traktor. Nanu, das klingt ja so, als ob da jemand einen Baum fällen würde. Guten Morgen, Herr Junker. Er scheint uns nicht zu hören. Hallo, Herr Junker! Herr Junker! Herr Junker, Vorsicht! Das Schaf! Der Baum fällt direkt auf das Schaf! Jan, Achtung! Sind Sie wahnsinnig? Sie wären fast erschlagen worden. Der Baum wäre sonst auf Ihr Schaf gestürzt. Zum Glück waren wir da. Sie meinen, Jan, also, danke. Oh, wow, sehen Sie nur. Ein vierblättriges Kleeblatt. Das heißt, heute ist Ihr Glückstag. Vielleicht gibt's hier noch mehr davon. Haben Sie sich wehgetan? Nein, es ist alles in Ordnung, danke. Sehen Sie, Sie sind wirklich ein Glückspilz. Das Schaf hätte doch auch Sie treten können. Ich glaube nicht an solche Dinge. Bis später. Komm, kleiner roter Traktor. Stumpi denkt bestimmt, wir haben ihn vergessen. Oh Mann. Selber mehr, ja? Stumpi, vergiss nicht, du hast mir versprochen, heute das Badezimmer zu streichen. Oh, tut mir leid, Elsie, aber das muss wohl noch warten. Da kommt Jan. Aha, aber glaub ja nicht, dass ich es vergessen werde. Entschuldige, ich komme spät. Ich bin aufgehalten worden. Ach was, ich bin froh, dass du da bist. Elsie hätte mich nämlich fast zum Badezimmerstreichen verdonnert. Ist das das Mehl? Das ist es. Alles in Ordnung, Jan? Ja, anscheinend ist heute tatsächlich mein Glückstag. Erst habe ich einen Glückspfennig gefunden, dann vierblättriges Kleeblatt. Und jetzt auch noch ein Hufeisen. Was? Das musst du behalten, Jan. Hufeisen bringen Glück. Danke. Ich lege es zu meiner Sammlung. Und ich werde den letzten Sack Mehl aufladen. Au! Oh nein, ist alles in Ordnung? Oh, warum passiert das alles immer nur mir? Ach komm, das haben wir 0, nichts wieder aufgeladen. So, das hätten wir. Hier ist die Rechnung für die Bäckerei, damit Sie wissen, wie viel ich geliefert habe. Danke, wart mal. Ich habe meine Geldbörse verloren. Ich weiß, zu Hause hatte ich sie noch. Tja, sie könnte überall sein. Der kleine rote Traktor und ich waren heute so viel unterwegs. Ich sag dir was, Jan, ich helf dir suchen. Vergiss nicht, zwei Augen sehen mehr als eins. Ich hab doch zwei Augen, Stumpi. Ach, du weißt schon, was ich meine. Stumpi, würdest du jetzt bitte das Badezimmer streichen? Oh, tut mir leid, Elsie, aber ich helfe Jan, seine Geldbörse zu suchen. Schon was entdeckt, Stumpi? Nein, bis jetzt noch nicht. Hallo du, bist du heute noch mehr umfallenden Bäumen ausgewichen? Das ist ein Schaf, Jan. Hallo? Kleiner roter Traktor? Was? Du meinst, es möchte uns was erzählen? Also, was? Ah! Was hast du da, Jan? Meine Geldbörse. Oh, na großartig. Hat dir das Hufeisen doch Glück gebracht.
Ich hab's Walter gesagt und auch Herrn Junker. Und ich sage dir dasselbe. Es gibt so etwas nicht wie Glücksbringer. Mir wär's auch lieber, du hättest ein bisschen weniger Glück gehabt. Wieso? Weil ich jetzt noch genug Zeit habe, das dämliche Badezimmer zu streichen. Mach's gut, Stumpi. Und danke für die Hilfe. Gut gemacht, kleiner roter Traktor. Hey, das ist doch... Moment mal, Herr Junker! Oh, Jan, haben Sie mich erschreckt. Sie arbeiten immer noch? Es ist schon ganz schön spät. Das ist hier der letzte. Der Baum wird genau dorthin fallen. Es gibt nichts über gutes Werkzeug in den Händen eines Fachmanns. Nichts bleibt dem Zufall überlassen. Da stimmt was nicht. Kleiner roter Traktor! Nein! Pass auf! Also, das verstehe ich einfach nicht. Er sollte genau zur anderen Seite fallen. Wenn dem kleinen roten Traktor was passiert ist... Oh, kleiner roter Traktor! Ist alles in Ordnung? Das war besonders großes Glück. Glück? Ja, das Hufeisen, das Kleeblatt, der Glückspfennig. Vielleicht ist das heute doch unser Glückstag. Weißt du, was ich glaube? Nach allem, was passiert ist, sollten wir jetzt einen Lotterieschein kaufen. Oder wir nehmen das Geld lieber für eine große Dose Politur für dich, kleiner roter Traktor. Oh. Ups. Gut gemacht, kleiner roter Traktor. Das war knapp. Er läuft doch recht gut für einen kleinen Traktor. Er ist vielleicht klein, Herr Junker, aber er ist flink auf seinen Rädern. Vielen Dank. Jan wird sich bestimmt sehr darüber freuen. Ja, und vielleicht dürfen wir mit dem kleinen roten Traktor fahren. Ah, das ist also der Grund, warum ihr ihm unbedingt Kaffee bringen wollt. Nein, Mama. Wir dachten nur, der tut ihm gut. Jan sagt immer, dass das Arbeiten auf dem Feld durstig macht. Aber mit dem kleinen roten Traktor möchten wir schon fahren. Bis nachher, Mama. Oh, Max, Emma? Ich habe im Fenster des Postamtes über ein getigertes Kätzchen gelesen. Oh, süß. Das Kätzchen heißt Tiger und wird vermisst. Und sein Besitzer macht sich Sorgen. Also haltet eure Augen auf dem Weg zum Gutshof auf. Ist gut, Mama. Machen wir. Eure Mutter kocht einen köstlichen Kaffee, wisst ihr? Jan, wenn ihr hier mit der Arbeit fertig seid, dürfen wir dann mit dem kleinen roten Traktor fahren? Das können wir natürlich nicht erlauben, Jan. Kleine Ungeheuer, die überall drauf rumklettern. Sollte Herr Junker nicht eigentlich auch eine Tasse voll von diesem wunderbaren Kaffee bekommen? Wie? Oh, das habe ich eben natürlich nicht so gemeint. Ich habe nur einen Spaß gemacht. Und das war das Gletscherbach-Orchester mit einem Werk von Majskowski. Doch nun zu einem ernsten Thema. In Gletscherbach braucht jemand ihre Hilfe. Die kleine Emmy Dickerson vermisst ihr getigertes Kätzchen. Schnarch nicht so laut, Stumpi! Was? Tiger. Zuletzt wurde es in der Nähe vom Eulenwald gesehen. Sollte jemand Tiger sehen, informieren Sie uns bitte. Und nun geht's weiter im Programm. Ein Tiger? Hast du das gehört, Elsie? Hier rennt ein Tiger rum. Au, 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 au. Stumpi, was machst du da? Oh, Stumpi. Ist alles in Ordnung? Nein! Dieser Liegestuhl! Oh. Oh. Gut gemacht, kleiner roter Traktor. Das war die beste Traktorfahrt aller Zeiten. Ich sprach über die Arbeit bei der Ernte heute. Herr Junker, wie wär's mit einer Tasse Kaffee und ein paar Keksen, bevor Sie gehen? Das hört sich richtig gut an, Jan. Oh, sieh dir den kleinen roten Traktor an. Die Arbeit auf dem Feld hat ihn richtig schmutzig gemacht. Vielleicht sollten wir ihn ein bisschen sauber machen. Gute Idee, Emma. Ich glaube, wir finden die Sachen dafür in der Scheune.
Sieh mal, Max, genau was wir brauchen. Was war das? Das hörte sich an wie ein Kätzchen. Ist es auch. Es ist ein Kätzchen und es ist so niedlich. Ich wusste gar nicht, dass Jan ein Kätzchen hat. Hat er auch nicht. Hey, Max, das ist wahrscheinlich das vermisste Kätzchen, von dem Mama erzählt hat. Weißt du noch? Tiger! Ja, das wird sein. Das müssen wir Jan erzählen. Schon wieder. Ist alles in Ordnung, Stumpi? Nein. Ich meine, Was ist denn? Stumpi! Jan, da ist ein Tiger! Ein entlaufener Tiger! Ein getigerter Wald! Ein Eultiger! Stumpi! Was ist denn, Jan? Du hast mir wehgetan! Ups, Entschuldige, Jan. Also, Stumpi, was ist los? Oh, da treibt sich ein entlaufener Tiger bei uns im Eulenwald herum, Jan. Stumpi? Ich glaube, das ist kein entlaufener... Tiger? Jan, wir müssen was unternehmen, bevor es der Tiger tut. Also, mir fällt gerade ein, ich habe noch was Wichtiges zu tun. Ich habe den Rasen im Ofen vergessen und der Kuchen muss gemäht werden. Oh, wir sehen uns. Wiedersehen. Jan, Stumpi, es gibt keinen entlaufenen... Ich glaube, es ist besser, ihr zwei wartet hier, während sich Stumpi und ich mal nach dem Tiger umsehen. Aber Jan! Keine Widerrede, hier seid ihr sicher. Komm mit, Stumpi. Nicht zu fassen. Erwachsene, sie hören nie richtig zu. Ich weiß, wie wir das ändern können, Max. Wie willst du das machen, Emma? Du wirst schon sehen. Komm mit, Max. Jan, warum nehmen wir diesen Weg? Der Eulenwald liegt doch in dieser Richtung. Das weiß ich, aber der kleine rote Traktor hat nicht mehr viel Benzin. Wir müssen zuerst zur Tankstelle. Ich meine, wenn wir auf den Tiger treffen, könnte er uns vielleicht jagen. Und dann sollten wir genug Benzin haben, meinst du nicht auch? Oh, ja. Geschafft. Gerade noch. Hallo, Jan. Guten Tag, Stumpi. Ihr habt ihn noch nicht gesehen, oder? Wen gesehen? Den Tiger. Hier ist irgendwo ein entlaufender Tiger. Jan und ich suchen gerade nach ihm. Naja, zumindest nachdem wir den kleinen roten Traktor vollgetankt haben. Ein Tiger? Oh je. Ihr braucht bestimmt meine Hilfe. Ich werde meinen alten Wagen holen. Deinen Wagen? Läuft er denn wieder? Aber selbstverständlich. Nein, eigentlich nicht. Ich glaube eher, dass er gleich... in die Luft geht. Ich glaube, ich muss die Tigerjagd absagen. Es gibt Ärger mit dem Wagen. Gut. Mach dir keine Sorgen, Walter. Du hast das bestimmt bald im Griff. Dann mach's gut, Jan. Danke, Nicola. Passt auf euch auf, ihr zwei! Tiger können manchmal ein bisschen unangenehm werden. Weißt du, ich hab nicht vor, ihm so nahe zu kommen, Walter. Seid bloß vorsichtig. Jan, ich glaube, ich hab da was hinter der Hecke gesehen. Was? Etwa ein Tiger? Jan, Vorsicht! Pass auf! War das etwa dein Tiger, Stumpi? Oh, ich hab gedacht, er wär's. Sieh mal! Ist da schon wieder eine Kuh, Stumpi? Oh, da ist wirklich schon wieder was. Stumpi, vor Kühen braucht man doch wirklich keine Angst zu haben. Das ist keine verflixte Kuh, Jan. Das ist eine Tigerspur. Und da noch eine. Sieh doch! Tigerprankenabdrücke! Die führen ja zum Hof. Max und Emma sind dort. Schnell, wir müssen dahin. Oh, bitte, wir dürfen nicht zu spät kommen. Hallo, Jan. Hallo, Stumpi. Schnell, Kinder, ins Haus mit euch. Der Tiger ist hier irgendwo auf dem Hof. Oh nein, ist er nicht, Jan. Wir haben versucht, euch zu sagen, dass es keinen Tiger gibt. Doch, gibt es. Ich habe es im Radio gehört. Das ist ein vermisstes Kätzchen, das Tiger heißt. Aber die Spuren, die Tigerspuren, was ist mit denen? Die haben wir gemacht.
Seht mal, die haben wir zusammen gebastelt. Wir wussten, dass es ein Kätzchen ist, aber ihr wolltet uns ja einfach nicht zuhören. Also haben wir die Spur gelegt, um euch damit zurückzulocken. Und nun seid ihr wieder hier und wir können euch endlich etwas zeigen. Der Tiger? Der ist ja wirklich nicht furchterregend. Tja, weißt du, kleiner Tiger, du hast uns ja ganz schön auf Trab gehalten. Tut mir leid, Jan. Ich hab Schuld an diesem ganzen Durcheinander. Mach dir keine Gedanken, Stumpi. Es war alles nur ein Missverständnis. So, kleiner Tiger, ich glaube, es wird Zeit, dass du nach Hause kommst. Da wird sich bestimmt jemand sehr freuen, dich wiederzusehen. Komm, kleiner roter Traktor, lass uns nur hoffen, dass wir unterwegs keinem Löwen begegnen. Ein Stück zurück. Noch ein bisschen mehr. Ja, das war's. Gut, fahren wir los und holen Max und Emma ab. Ich habe ihnen für heute eine kleine Überraschung versprochen. Wo ist er denn? Er wollte doch schon ganz früh hier sein. Hab ein bisschen Geduld. Er wird sicher jeden Moment hier sein. Pass gut auf den Schokoladenkuchen auf. Lass ihn nicht fallen. Hoffentlich kann ich meinen neuen Drachen steigen lassen. Drachen steigen lassen ist doch langweilig. Hey, da kommen sie. Wiedersehen, Mama. Mädchen. Hallo, Jan. Hallo, kleiner roter Traktor. Mama hat uns einen Schokoladenkuchen gebacken. Wo ist Max? Der kommt gleich. Was ist das für eine Überraschung? Du musst noch ein bisschen warten, dann wirst du schon sehen. Hey, was hast du denn da? Das ist mein neuer Drachen, der Himmelsstürmer. Ich dachte, wir könnten ihn steigen lassen. Spring rauf und dann geht's los. Alle bereit? Bereit! Gut, wir fahren zur Eulenwaldwiese. Komm, kleiner roter Traktor, los geht's! So, ja, das war's dann. Ja. Ich bin sicher, dass dein Motor jetzt viel schnurriger läuft, kleiner Flitzer. Wie wär's mit einer Probefahrt? Ah, wird dir gefallen. Da sind wir. Was gibt's denn hier schon Besonderes zu sehen? Na das! Was meint der kleine roter Traktor? Ich kann hier nirgendwo was entdecken. Ihr erzählt mir doch unentwegt, dass ihr auf dem Hof helfen wollt. Also habe ich mir was einfallen lassen. Das ist euer eigenes Stückchen Land. Wow! Danke, Jan! Du meinst, wir können hier pflanzen, was wir wollen? Ja, ich habe Saatgut und Zwiebeln auf dem Hänger. Und auch Gartengeräte. Wir könnten Gemüse anbauen. Nein, Blumen. Die sind viel, viel hübscher. Ja, aber Gemüse ist nützlicher. Wir können es essen. Kein Grund zu streiten. Ihr könnt hier anpflanzen, was immer ihr wollt. Du läufst immer noch nicht richtig. Lass uns das noch mal genau ansehen. Ah, ich glaube, das wird das Problem sein. Das kitzelt, ne? Vielleicht probiere ich mal das. Aha, das war also der richtige Dreh. Versuchen wir es noch mal. Schon viel besser. Das sieht einfach klasse aus. Hier habe ich Glockenblumen gepflanzt. Und genau da kommt ein Lavendelbusch hin. Und ein paar Tulpen. Und wie sieht's bei dir aus, Max? Super. Ich habe eine Reihe mit Zwiebeln, eine mit Karotten und eine mit Kartoffeln gepflanzt. Oh Mann, ihr zwei wart ja ganz schön fleißig. Ich glaube, wir haben uns eine Pause verdient. Ich habe ein paar belegte Brote und Limonade dabei. Also, wer hat Lust auf ein Picknick? Ich hole es. Hilfst du mir bitte, meinen Drachen steigen zu lassen, Jan? Ein wunderbarer Vorschlag. Okay, du bleibst hier stehen und hältst die Rolle. Gib nur so viel Schnur, soweit ich gehe. Ich kann's kaum erwarten, den Drachen fliegen zu sehen. Bist du soweit, Max? Ich lass ihn jetzt los. Eins, zwei, drei, los, Max! Er steigt hoch! Er steigt hoch! Flieg, Himmelsstürmer! Oh, oh, nein, nicht!
Oh, er kommt wieder runter. Oh, oh, oh. Nanu, was fliegt denn da oben? Oh, oh nein, Vorsicht! Oh, oh. Ich glaub's nicht, ich bin schon wieder runtergefallen. Tut mir leid, Flitzer. Du sitzt anscheinend fest. Ich rufe Nicola in der Werkstatt an und frag sie, ob sie uns hier rauszieht. Das macht keinen Spaß. Er kann nicht fliegen. Du hast es doch gerade erst einmal versucht. Probier's nochmal. Machen wir's mal umgekehrt. Du hältst hier fest und ich werf ihn hoch. Meinetwegen. Los geht's. So müsste es gehen, Stumpi. Oh, danke, Nicola. Na, schön langsam. Ist er heil geblieben? Er hat anscheinend keine Schramme abbekommen. Gut. Tja, also, ich muss zurück zur Werkstatt. Danke, Nicola. Nächstes Mal passen wir besser auf, nicht, Flitzer? Sieh genau hin, wie das ein Fachmann macht, kleiner roter Traktor. Du hast es geschafft. Er fliegt wirklich. Hab ich dir doch gesagt. Er soll einen Sturzflug machen. Ein Sturzflug, ganz wie gewünscht. Oh. Vorsicht, Jan. Er wird da ganz hinten hinter der Mauer runterkommen. Oh, ja. Halt mich, kleiner roter Traktor. Jan, was machst du da? Ich kann mich nicht mehr halten. Oh. Jan! Ist alles okay, Jan? Aber ja. Ich habe noch nie einen Drachen gesehen, der so schnell fliegt. Er ist weg. Er ist da irgendwo hinter der Mauer runter. Und er hat die Schnur mitgezogen. Tut mir leid, Max. Den haben wir wohl verloren. Ja. Aber das war mein Lieblingsdrachen. Du hattest doch nur einen Drachen. Ja, und jetzt ist er weg. Sei nicht traurig, Max. Ich baue dir einen neuen. Ich wette, nach Mama Schokoladenkuchen fühlt ihr euch besser. Könnte sein. Gute Idee, Emma. Ich könnte was Leckeres vertragen nach all dieser Aufregung. Und? Hast du Stumpis Gefährt wieder in Gang gebracht? Ohne Problem. Stumpi sagt, er wäre von einem Drachen abgelenkt worden. Von diesem hier vielleicht? Also, wir haben schon eine Menge komischer Sachen abgeschleppt, aber noch nie einen Drachen. Oh Mann. Und ein Loch hat er auch. Ich frag mich, wie das passiert ist. Wo waren sie denn? Bei der Eulenwaldwiese. Oh, ich glaube, dass der Max und Emma gehört. Ah, er ist aber nur leicht beschädigt. Den habe ich schnell wieder geflickt. Glänzend. Inzwischen fahre ich zum Eulenwald und sehe nach, ob sie noch da sind. Ich bin ja so gespannt, wie meine Blumen wachsen. Wir müssen hier jeden Tag herfahren, um zu sehen, wie weit sie schon sind. So schnell geht's auch wieder nicht, Emma. Ich glaube, zweimal die Woche wird reichen. Hier, ich bin fertig. Können wir jetzt nach einem neuen Drachen sehen? Nanu, dieses Geräusch kenne ich doch. Das sind Herr Junker und der große Blaue. Vielleicht hat er meinen Drachen gefunden. Ah, Sie habe ich hier nicht erwartet, Jan. Wir haben hier ein bisschen was angepflanzt. Mein Drachen, Sie haben ihn gefunden. Allerdings, er ist hinten an Nikolas Abschleppwagen hängen geblieben. Er hat schon ein kleines Abenteuer hinter sich, kann ich dir sagen. Aber er ist wohl wieder so gut wie neu. Oh, danke, Herr Junker. Können wir ihn gleich fliegen lassen? Naja, bisher waren wir beide ja nicht besonders erfolgreich, aber ich habe da so eine Idee. Ich hoffe, die ist besser als der Versuch, ihn von einem Abschleppwagen aufspießen zu lassen. Ehrlich gesagt, kam ich genau dadurch auf diese Idee. Kommt mit! Wie ist das, kleiner roter Traktor? Nicht zu fest? Und Sie glauben wirklich, dass das funktioniert? Klar funktioniert das. Der kleine rote Traktor schafft alles. Okay, ich werde langsam rückwärts fahren und sobald die Schnur bis zu Ihnen gespannt ist, werfen Sie den Drachen hoch. Verstanden. Komm, kleiner roter Traktor. Los geht's. Also Achtung. Fertig. Los. Jaha, seht euch das an. Der Drachen fliegt! Wow, super! Ist beeindruckend. Gut gemacht, Jan. Gut gemacht, kleiner roter Traktor. Ich wusste, dass du es schaffst.
Guten Morgen, kleiner roter Traktor. Wir müssen los. Stumpi braucht unsere Hilfe. Seit dem Morgengrauen arbeitet er schon in seiner Mühle. Er will das Beste aus dem starken Wind machen. Ein Stückchen zurück. Noch ein kleines bisschen mehr. Ja, das war's. Wir müssen für ihn das ganze Mehl zur Bäckerei bringen. Komm, kleiner roter Traktor. Los geht's. Hey, kommst du wohl wieder her? Jetzt hab ich dich. Ich hab hier wieder eine, Nicola. Sehr gut. Unglaublich, dass die rausfallen konnten. Es muss heute Nacht gewaltig gestürmt haben. Sogar das Schloss ist aufgebrochen. Ja, aber ich wollte dieses rostige Vorhängeschloss sowieso bald ersetzen. Klar wolltest du das, Paps. Ja, wirklich. Oh nein. Sieh dir das arme Tor an. Oh je. Hoffentlich funktioniert es noch. Nein, es rührt sich nicht. Sieht nach Arbeit für meinen Hammer aus. Keine Angst, Schleppi, wir kriegen dich da schon raus. Hallo, Jan. Hallo, ihr zwei. Schön, dass ihr so schnell gekommen seid. Kein Problem, wir helfen doch gern. Tja, das hier sind sie. Die müssen alle zur Bäckerei gebracht werden. Warst wohl ziemlich fleißig heute Morgen, ne? Ja, das kann ich dir flüstern. Und die Windmühlenflügel erwischt mich heute nur zweimal. Und das ist gut? Oh, an so einem windigen Tag hauen die ihn sonst mindestens ein halbes Dutzend Mal von den Füßen. Ich brauche Platz hier. Herr Junker bringt noch eine Riesenmenge Getreide zum Mahlen. Oh, er wollte eigentlich schon längst hier sein. Merkwürdig. Er kommt sonst nie zu spät. Ich sehe auf dem Weg zur Bäckerei. Mal kurz bei ihm vorbei. Beide Türen klemmen. Also, wir waren ja schon in einigen peinlichen Situationen, großer Blauer. Aber das hier schießt wirklich den Vogel ab. Na gut, ich habe alle Möglichkeiten geprüft und mir bleibt keine andere Wahl mehr. Hilfe! Hilfe! Es rührt sich kein Millimeter. Oh, ich werde mal rangehen. Irgendwie müssen wir das Tor doch aufbekommen. Vielleicht sollten wir die Luft aus Schleppis Reifen lassen, da könnten wir ihn unten durchschieben. Ich hab doch nur Spaß gemacht. Guten Morgen, Walters Werk... Oh nein! Nein, sicher aber... Jeden Moment, sicher aber... Keine Zeit mehr, aha. Nein, geht nicht, das Tor klemmt. Ich rufe einen Junker an. Puh. Wir müssen dieses verflixte Tor in den Griff kriegen. Es gibt Probleme, Paps. Komm schon. Geh schon ran. Hilfe! Herr Junker, sind Sie in Schwierigkeiten? Jan? Oh, ich bin froh, dass Sie es sind. Ja, wir scheinen hier festzustecken. Durch den starken Wind ist das Silo umgekippt und hat uns eingeklemmt. Zum Glück ist der große Blaue so ein starker Kerl, sonst wären wir jetzt platt gewesen. Der Wind, tatsächlich. Sie sind also nicht beim Zurücksetzen gegen das Silo gefahren? Nein. Nein. Es war der Wind. Dieser schreckliche Wind. Keine Sorge, Herr Junker. Wir kriegen Sie beide schon raus aus der Klemme. Hallo? Oh nein. Ich verstehe. Natürlich. Wir sind auf dem Gutshof. Nein, Herr Junker kann jetzt nicht ans Telefon kommen. Hören Sie doch bitte mit dem Gefasel auf, Jan. Wir sind schon unterwegs. Oh, und Nicola, wenn ihr das Tor repariert habt, braucht Herr Junker eure Hilfe hier. Also bis dann. Komm, kleiner roter Traktor, es gibt einen Notfall. Los geht's! Was? Ich muss los! Ich komme nachher wieder zurück. Aber Sie können den da nicht einfach stehen lassen. Und Sie können mich hier nicht einfach sitzen lassen.
Jan! Jan! Also gut. Bist du bereit, großer Blauer? Hilfe! Hilfe! Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, den da wegzukriegen. Ist ja gut, ist ja gut. Wir haben gar keine Wahl. Wir müssen es einfach schaffen. Ist ja sonst keiner da, der es machen würde. So, das ist fest. Und jetzt an den Baumstumpf. Oh, oh. Das wird aber ganz schön knapp. Wir müssen uns beeilen. Und jetzt zieh mit aller Kraft. Komm weiter. Oh nein, das ist unsere letzte Chance. Okay, wir schaffen das. Streng dich an, kleiner roter Traktor. Er bewegt sich, du machst das toll. Gut gemacht, kleiner roter Traktor. Entschuldige, mein Junge. Wir können uns nicht ausruhen. Vergiss nicht, wir müssen doch Herrn Junker noch befreien. Oh, ich möchte ja zu gern wissen, wo Herr Junker so lange steckt. Ich werde mal die Mühle abstellen, bevor ich noch die Mühlsteine abschleife. Sieh mal, so gut wie neu. Abgesehen mal von der Delle. Ach, die kriege ich raus. Heute Abend, Nikola, sieht dieses Tor wieder so schön aus wie ich. Ja? Ja? Na, dann streng dich mal schön an, du Schöner. Ich muss jetzt zum Gutshof und sehen, was mit Herrn Junker ist. Hilfe! Hilfe! Oh, Jan! Jan! Bitte lassen Sie mich nicht mehr allein! Beruhigen Sie sich, Herr Junker. Es wird nicht lange dauern. Okay, kleiner roter Traktor. Ich hoffe, du bist wieder bei Kräften. Oh je. Ist alles in Ordnung? Oh, es war grauenhaft, Nikola. Das Wahnsinnsgeheule des Windes und das Grollen des Donners. Donner? Ach, die grellen Blitze. Es geht los, Herr Junker. Was? Oh, ja, nur zu. Kann ich vielleicht irgendwie helfen? Ja. Wenn der große Blaue frei ist, könntest du dieses Stück Holz unter das Silo schieben, damit es abgestürzt ist. Klar, mache ich. Sind alle bereit? Bereit. Bereit. Gut. Komm, kleiner roter Traktor. Du schaffst das, Junge. Nur noch ein ganz kleines Stückchen. Das reicht. Sie sind frei. Okay, Jan, du kannst jetzt zurücksetzen. Oh, recht. Vielen Dank euch allen. Ich war auch nicht schlecht. Das ist ja merkwürdig. Was? Naja, der große Blaue hat eine Delle. Und am Silo sind Kratzer mit blauen Farbresten. Sind Sie vielleicht beim Zurücksetzen dagegen gefahren? Nein, das war der Wind, Nikola. Ist doch egal, ich bin am Vertosten. Was halten Sie von einem kühlen Getränk und einem kleinen Imbiss? Oh, und nochmals, Jan, vielen Dank. Haben wir gern gemacht, nicht wahr, kleiner roter Traktor? Um so etwas machen wir keinen Wind. Ah, Jan, guten Morgen. Sie bringen ein paar Sachen zum Verkauf? Ja, aber wie ich sehe, haben Sie hier schon eine ganze Menge. Man kann nie genug haben, Jan. Stumpi sagte, er hätte noch so einige Brettspiele, die ich haben könnte. Und die Tormanns bringen mir auch noch einigen Trödel vorbei. Gartenzwerge waren's. Na, das ist toll, nicht wahr? Aber die Sachen müssten abgeholt werden und ich, na ja, und wie Sie sehen können, bin ich total beschäftigt. Okay, dann mach ich das. Jan, Sie sind ein wahres Himmelsgeschenk. Ich danke Ihnen vielmals. Ich hab langsam keine Lust mehr. Immer wenn ich denke, an dir ist alles heil, bleibst du wieder liegen. Ich bitte dich hiermit. Noch einmal.
Bitte, fahr endlich. Ist alles in Ordnung, Walter? Ja, alles läuft bestens. Danke. Du bist nicht zufällig mal wieder liegen geblieben? Nein. Ich bin Mechaniker, Jan. So ein simples Fahrzeug bringt mich nicht aus der Fassung. Ich wollte gerade die Reifen prüfen, weißt du? 3 und 4. Ja, stimmt doch genau. 4, siehst du wohl? Gut, dann lasse ich dich jetzt allein. Bis später dann. Also, du hast eine allerletzte Chance. Danke, Jan. Das erspart mir eine Fahrt. Kein Problem. Herr Junker verlegt seinen Flohmarkt bestimmt irgendwann mal in die Stadt. Ich habe noch nie so viel Kremskrams gesehen. Du kennst ihn. Was er macht, das macht er richtig. Gut, ich muss noch zum Rosenwinkel und dann kann ich mir vielleicht selbst mal den Flohmarkt ansehen. Bis bald. Mach's gut, Jan. Lass es uns versuchen. Nur einmal, dass du anspringst. Für mich. Du bist ja immer noch da, Walter. Ich zähle gerade die Scheinwerfer, verstehst du? 1 und 2? Stimmt ja. Hab ich auch erwartet. Du bist sicher, dass es dir gut geht, Walter? Ich genieße die frische Landluft, Jan. Das ist alles. Aua! Oh, das hat wehgetan. Oh, jetzt reicht's mir. Endgültig. Ich hab die Nase voll von diesem blöden Wagen. Ich ruf Nicola an. Und dann werden wir dieses Wrack schnurstracks zum Schrottplatz schleppen, wo es ganz offensichtlich hingehört. Warte mal. Herr Junker macht bei sich doch einen Flohmarkt. Bringt ihn doch dahin. Irgendjemand wird schon Verwendung haben. Weißt du was? Das ist eine tolle Idee. Also, ich hab noch einen Auftrag, aber dann sehen wir uns da, ja? Ja, bis dann. Hallo, wie geht's, Emma? Ist der für den Flohmarkt? Ja, und ich hab noch 2. Hallo, Max. Dein Teddy soll doch nicht etwa auf dem Flohmarkt verkauft werden. Doch, das soll er. Du bist wirklich viel zu alt für einen Teddybär, Max. Aber er ist gar kein Teddybär. Er ist ein Superbär. Ich muss den Bär nicht unbedingt mitnehmen, Max. Nein, ist schon okay. Ich bin wirklich ein bisschen zu alt für ein Stofftier. Ich sorge dafür, dass er in gute Hände kommt, ja? Ich muss weiter, die Zeit läuft mir weg. Vielleicht sehen wir uns ja später auf dem Flohmarkt. Wiedersehen, Jan. Wiedersehen, Superbär. Den können Sie da aber nicht stehen lassen. Ich veranstalte einen Flohmarkt, Walter. Sehr richtig. Und nun haben Sie ein tolles Angebot. Ich habe mich entschieden, meinen Wagen zu verkaufen. Er könnte gutes Geld bringen, wenn Sie ihn irgendwo hinstellen, wo ihn jeder sehen kann. Nun, ich habe noch ein Plätzchen frei, und zwar da hinten. Ein Stück weiter weg, beim Silo. Wir kriegen Schleppi nie durch das Zeug dadurch. Ich sag Ihnen was, wir lassen ihn hier vorn stehen. Sie werden sehen. Die Menschen werden in Scharen kommen wegen dieses Schnäppchens. Aber ich... Nein. Sie müssen sich nicht bedanken. Sie würden das selber auch irgendwann einmal für mich tun. Also, Paps, das hier ist deine Sache. Ich muss jetzt zurück und arbeiten. Schon klar. Danke, Nicola. Aber es interessiert sich doch niemand ernsthaft für diesen Schrott. Das ist kein Schrott. Das ist ein wundervoller alter Wagen, der ein bisschen Zuwendung braucht. Und eine neue Tür. Hübsche Farbe, Na, sind alle zufrieden? Ich bin erst zufrieden, wenn ich dieses Teil von hinten sehe. Wie viel kann ich für den nehmen, Jan? Sie wollen für diese Kiste auch noch Geld? Lass mich erst mal abladen, dann helfe ich dir, ein Preisschild zu malen. Wo soll ich's hinstellen? Die Zwerge zu den Gartensachen und die Spiele auf den Tisch da hinten. Und was haben Sie noch? Oh, was für ein niedlicher Teddybär. Na gut, das erinnert mich doch sehr an meine... Ja, wie auch immer. Teddybären zum Spielzeug, bitte. Okay, ich lasse den Hänger erst mal in Ihrer Scheune, wenn's recht ist. Vielleicht finde ich ja selbst ein paar Dinge und die kann ich dann später aufladen. Na ja, ist gut. Vielleicht 200? Oder 50? Hast du dir einen Preis überlegt? Ich habe an 50 gedacht, Jan. Das wird er doch wohl wert sein, oder? Was hältst du von 20? Vielleicht hast du recht. 20. Und diese Würfel gibt's dazu. Ja. Na, das ist doch mal ein Angebot. Gut, lass uns ein Schild malen. Ah, hier bist du. Hallo, Emma. Was ist los mit dir? Du bist so traurig, seitdem Jan weggefahren ist. Ach, es ist nichts. Es geht um deinen Teddybären, oder? Du
Du hättest ihn nicht zum Flohmarkt mitgeben müssen, wenn du es nicht gewollt hast. Ich weiß. Aber jetzt ist er weg. Und das war's. Nein, warte mal. Vielleicht können wir ihn zurückholen. Komm mit, wir reden mit Mama. Oh ja, wir holen ihn zurück. Ein Kunstwerk. Hoffen wir, dass es auch seinen Zweck erfüllt. Wir lassen es lieber noch ein bisschen trocknen. Dort können Sie es nicht stehen lassen. Ich möchte nicht, dass jemand denkt, mein wundervolles Gut wäre zu verkaufen. Alles klar. Ich finde schon ein Plätzchen, wo es trocknen kann. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich habe noch was Dringendes zu erledigen. Also bis später. Warte, Jan. Ich komme mit dir. Oh, hallo. Was für ein entzückender Flohmarkt. Und so viele Angebote. Nicht zu glauben, dass dieses schicke Ding da draußen so billig ist. Ich nehme es. Wenn Sie meinen. Oh Mann, da wird sich Walter aber freuen. Es ist absolut fantastisch. Das ist doch nicht zu fassen, Stumpi. Kaum zu glauben, dass ich irgendjemand für Walters Schrottmühle begeistern kann. Oh, was ist hier los? Entschuldigung, könnten Sie mir erklären, was Sie da machen? Ich habe gerade diesen Traktor gekauft. Aber, er spielt total verrückt. Sie haben meinen Traktor gekauft? Der kleine rote Traktor ist nicht zu verkaufen. Oh, eine Sekunde mal. Komm, beruhige dich, kleiner roter Traktor. Da liegt ein Missverständnis vor, fürchte ich. Tolle Neuigkeiten, Jan. Jemand hat meinen Wagen gekauft. Du hast doch wohl nicht das Verkaufsschild an den kleinen roten Traktor gelehnt. Nun, na ja, aber doch nur, damit es dort trocknet. Aber dieser arme Mann glaubt, er hätte den kleinen roten Traktor gekauft. Ich zittere immer noch am ganzen Leib. Sehen Sie es doch positiv. Sie haben ein echtes Schnäppchen gemacht. Sucht ihr vielleicht irgendwas Besonderes? Ein Teddybär. Eigentlich ist er ein Superbär. Wir haben ihn aus Versehen zum Flohmarkt mitgegeben. Ich habe gehofft, ihn wieder zurückzukriegen. Hier gibt's keinen Teddybär, fürchte ich. Den hat wohl schon jemand gekauft. Vielleicht finden wir hier ja irgendeinen anderen. Es gibt keinen Ersatz für meinen Superbären. Kann ich euch mit irgendetwas anderem eine Freude machen? Nein, danke. Ich gehe jetzt lieber nach Hause. Ist mir egal, was für ein Superschlitten das ist. Ich habe diesen Traktor gekauft. Aber diese Würfel gehören dazu. Oh, die sind wirklich entzückend. Ja, diese Würfel muss ich haben. Vergessen Sie den Wagen und den Traktor. Ich nehme die hier. Ah, Max, junger Mann. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Ich fand, dass er ein bisschen einsam aussah. Also habe ich ihn für dich zurückgekauft. Oh, danke, Jan. Ich gebe Ihnen gern den Wagen zu den Würfeln dazu, hä? Nein, vielen Dank. Möchtest du mal was Besonderes, Jan? Ich habe schon was Besonderes, danke, Walter. Und das hat mich überhaupt nichts gekostet.